zu meinem neuen Video. Ich hatte euch ja erzählt, ich wollte auch gerne mit euch diese Metallic Alkolinks von Sigwong oder so testen. Da sind 24 Stück drin, das sind so kleine Fläschchen in nur Metallic-Tönen. Und das wollte ich halt gerne ausprobieren, beziehungsweise euch mal die Farben zeigen. Oder, also ich kenne sie jetzt ja auch noch nicht. Und ich habe mir dafür das Keramikpapier von Faltkarten zurechtgeschnitten in 300 Grammatur. Und das ist halt eine gute Alternative zu Jubo Paper, weil das auch relativ günstig ist. Und dann wollen wir doch mal starten. So, das habe ich mir jetzt im Kartenformat natürlich zurechtgeschnitten. Und ich nehme einfach, irgendwie fange ich mal irgendwo an. Ich weiß auch noch nicht genau. Man muss die auf jeden Fall schütteln, weil man sieht bei einigen, dass sich die Pigmente so abgesetzt haben. Dazu verwende ich jetzt auch noch hier meinen Blasebalg und guck mal gerade. Und Blending Solution, ne, da ist nichts mit drin. Moment. Ja, die Blending Solution von, dieser Firma hier. Dingsbums Creation. Ich kann es ja nicht aussprechen, ne? Habe jetzt einfach so eine normale Nadel, versuche ich jetzt mal. Das geht. Oder ob ich halt abschneide, aber das funktioniert. So. Okay, und dann starte ich jetzt einfach mal mit so ein paar Tröpfchen. Das ist jetzt die Farbe. Oh, das kann man gar nicht. Bronze steht da jetzt drauf. Genau, das ist Bronze. Oh, ich kann euch ja mal ein bisschen heranholen, dann könnt ihr die Farbe besser sehen. Obwohl das so. Moment. Ich richte das mal nochmal neu aus. So. Ja, das ist gut. Ja, dann nehme ich zu der Bronze, nehme ich mal hier so roten Kupfer. Roten Kupfer. Mach jetzt doch mal ein bisschen was drauf. Dauert sonst zu lange und es trocknet wahrscheinlich. Ja, leider ist das schon so sehr angetrocknet. Weil ich natürlich so lange brauche. Dann Pink Gold. Oh ja, schön. Das schimmert tatsächlich auch nur so ein bisschen. Ne, so richtig hier, das ist jetzt Pink Gold, soll das ja jetzt sein. Und das ist halt so ein leichter Schimmer, ne? Mama. Ja, mit dem Blasebalg muss man echt ein bisschen schneller sein. Ja, hier mal so ein bisschen mehr drauf machen. Auch sehr hübsch. So, dann nehme ich einfach mal Beige, steht da jetzt drauf. Mal gespannt. Ich weiß auch nicht, ich denke nicht, dass die so sehr deckend sind. Ich meine, ich wollte mir immer mal schwarzes Jubo-Paper holen, weil ich das irgendwie ganz interessant finde. Ich habe ja auch diese Neon Alkohol Inks. Und da wäre das natürlich dann mega, wenn man, aber das ist ja so schweineteuer. Ich wollte es immer machen, aber ich habe mich bis jetzt auch noch nicht getraut. So, ich glaube, das lasse ich jetzt auch so. Ich finde, das sieht jetzt schon schön aus, so als Hintergrund.
Schau mal. Das ist doch hübsch, oder? Ja, die Farben finde ich auch richtig schön. Vor allem, die sind halt auch mal so dezent, ne? So metallic dezent. Ja, das gefällt mir gut. Das lege ich als erstes mal zur Seite. Und dann nehmen wir mal direkt das nächste. So. So. Ah ja, dann reagiert das auch richtig schön. So. Und dann nehme ich noch jetzt dann als zweites, das eine war jetzt Roségold, das ist jetzt hier Rotgold. Ich saue mal so rum, wenn ich das da so reinmache. Also Rotgold. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied, jetzt nicht ganz so viel. Hier habe ich keinen Alkohol drauf. So, und dann kann man ja mal noch mal, wenn man will. Nehme ich jetzt hier mal Kupfer und Sandgelb. Jo. Das ist jetzt Kupfer. Auch sehr, sehr schön, finde ich. So, puste ich mal. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch mal so und nehme mal direkt ein neues Blatt. So, schaut mal. Oh, ich finde, die sind wirklich schön, die Farben. Weil leider blendet mein Licht so ein bisschen, aber naja. Hübsch. Richtig hübsch, die Farben. So, Sandgelb. So, mache ich wieder Alkohol drauf. Ja, das ist halt so goldig, ne? Auch sehr, sehr hübsch. So, dann nehme ich dazu. Ja, da kann ich doch mal hier so ein Bronzegold. Das sieht jetzt hier so türkis aus. Aber das ist, glaube ich, habt ihr das gesehen? Das ist alles so abgesetzt. Ja, das geht tatsächlich so ein bisschen ins Grünliche. Aber auch eine sehr schöne Farbe, finde ich. Oh, das Gold ist wirklich hübsch. Das sieht richtig klasse aus, finde ich. Und ich glaube, ich lasse den Hintergrund auch jetzt so. Schaut mal. Sieht schon schön aus, ne? Ja, das lasse ich jetzt so. Weniger ist mehr. So, und jetzt erstmal Light Gold. So. Auch sehr, sehr hübsch. So, und Fuchsia. Fuchsia. Oh, das ist aber schön. Das sieht aber auch schön aus. Hier mache ich noch mal so ein bisschen. Sehr schick. Oh, das war gar nicht richtig im Bild. So.
auch sehr, sehr schön, finde ich. Dann nehme ich aber, glaube ich, noch mal eine andere Farbe dazu, und zwar Silber. Champagner, das könnte doch noch gut passen. Man saut sich aber auch immer wieder so doll ein. So. Mal ein bisschen Alkohol noch mal drauf. Und dann. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel Champagner. Aber gut, sieht trotzdem noch schön aus. Oh, ich mag diese Farben. Ich habe mir jetzt erst die Blöcke gekauft bei Kreativbunt. Das habt ihr ja wahrscheinlich in meinem letzten Haul dazu gesehen. Ja, und diese Farben sind jetzt auch echt teilweise so ähnlich wie dieser eine Block, ne? Aber gut, wenn es mal schnell gehen soll, dann kann man ja auch dann mit dem Block arbeiten. Oder wenn man halt Boxen oder so machen möchte, ne? So. Ja, das sieht aber auch schön aus. So. Da mache ich direkt mal das nächste drauf, und zwar orangenes Gold. Ja, teilweise, die sind noch nicht auf, aber hier sind die echt schon so ein bisschen beschmiert. So ein bisschen schade, wobei jetzt nichts in der Verpackung so richtig ausgelaufen ist oder so. Das geht. Es ist halt, wenn die so liegend da drin sind. Ja, und man weiß ja auch nicht, wie die so den Transport. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Ja, das geht halt eher so echt. Ja, das ist Orange-Gold, heißt ja auch so, ne? Also es ist sehr orange. Da nehme ich, glaube ich, wirklich noch mal was Dunkleres, und zwar braun. Kann ich mir da vorstellen. So. Und dann. Ja. Ich glaube, hier mache ich jetzt noch ein bisschen was Goldenes. Ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier das normale Gold. Ich bin mal hier jetzt gespannt, wie das jetzt so rüberkommt. Ah ja. Okay, das ist jetzt richtiges Gold. Wobei ich dann echt sagen muss, dass mir das andere besser gefallen hat. Aber gut, es ist auch schön. So. Ja, nee, das sind einfach schöne Farben. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen viel. Nicht ganz so dezent, aber es ist einfach schön, doch. So, jetzt erstmal Silber. Oh, das war jetzt viel. Silber habe ich auch von den anderen Alkohol-Inks und Gold und so. Aber diese ganzen anderen habe ich natürlich nicht so in der Form. Deswegen war halt das Metallic-Set auch so interessant nochmal für mich, weil das dann nochmal einfach andere Möglichkeiten gibt hier. So. So, Bronze Light. So. Ja, genau. So, und dann pusten wir mal ein bisschen. Aber ich mag das, wenn das Goldene so diesen Rand macht, ne?
Ja, da kann man ja wirklich so lange pusten, bis man es schön findet und dann so. Ach so, jetzt war ich gar nicht richtig im Bild. Sorry. So, ihr seht es aber, das sieht doch voll schön aus, ne? Ja, so. Cool. So, und dann. Ups. Das ist jetzt bronzehell. Ja, teilweise sind die Farben ja doch schon ziemlich ähnlich. Aber wenn man die dann wahrscheinlich doch mal zusammen auf so ein Stück Papier macht, dann merkt man schon den Unterschied. Und da werde ich jetzt, glaube ich, nochmal dieses Pearl-Weiß nehmen. Dass das nochmal einen anderen Farbton kriegt, so ein bisschen. Auch nochmal drauf. Ja, das ist halt wirklich weiß. Ich denke, es kommt bestimmt gut mit den dunkleren Farben. Kommt das bestimmt richtig gut. Ja, davon sieht man jetzt nichts mehr. Aber okay. Auch sehr schick. Sehr schöne Farben. So. Ja, das ist halt auch sehr schön. Sieht das aus. Und einmal das Sandgold. Ah ja, okay. Sehr hübsch auch. So, und dann pusten wir mal. So. Glaube, so möchte ich das lassen. Ja, das zu dazu. Moment, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Ergebnisse. Moment. Dann einmal das. Dann dieses hier. So, dann das gefällt mir auch richtig gut. So. Dann dieses. Und zwar dieses mit Rotgold. So. Dann das ist ein bisschen viel geworden, aber das ist auch sehr schön. So, dann dieses. Auch sehr schick. Schick. Und dann das letzte, das war dieses. Ja, also das waren die Alkoholinks. Ich finde sie super. Ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Sind auf jeden Fall wunderschön und ich denke mal, die kann man auch super kombinieren mit den anderen Alkoholinks, mit den normalen Farben und ja, kann dann wunderbare Metallic-Effekte da erzielen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr die vielleicht auch kennt oder auch vielleicht schon mal für andere Dinge benutzt habt, zum Einfärben oder so. Möglichkeiten gibt es viele. Ich wünsche euch aber erstmal noch eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.